Gude, Servus und Hallo, liebe MOBA-Freunde. Diesmal gibt es kein Fahrvideo, sondern ein Anlagen-Update. Ich zeige euch, welche Mini-Projekte realisiert wurden und welche Mini-Projekte sich gerade in der Umsetzung befinden. Viel Spaß! Nachdem ich in einem der letzten Videos sehen musste, dass die Fahrgäste des Schienenbusses, die sich im zweiten Wagen befanden, an der letzten Tür im Schotterbett aussteigen mussten, musste hier natürlich Abhilfe geschaffen werden, weil das geht fei echt nicht. Also wurde hier kurzerhand der Bahnsteig ein ganzes Stück verlängert. Außerdem wurden die Attrappen der Bahnsteigleuchten ausgetauscht gegen funktionstüchtige. Hierzu mussten die Bahnsteige demontiert und mit Balsaholz unterfüttert werden, damit die Patentsockelfüße festen Sitz bekamen. Und so sieht das Ganze dann in der Dämmerung aus. Und für das dritte Gleis sollen noch Gittermastleuchten aufgestellt werden. Die erste Leuchte steht, ebenso ein Wartehäuschen für Lokführer. Der Gleiszwischenraum wurde aufgefüttert mit Balsaholz und mit einer Schottermatte und es wurde ein Kabelkanal verlegt, worin auch die Lichtkabel der Leuchten verlaufen sollen. Auch die zweite Leuchte wurde mittlerweile aufgestellt und für eine Funktionsprüfung provisorisch angeschlossen. Der Nebenstreckenabzweig hat im Bahnhof noch ein EL6-Signal erhalten. Dieses wurde in der Oberleitung befestigt, da die Nebenstrecke ab hier nicht elektrifiziert ist. Außerdem wurden die beiden Prellböcke im Nebenstreckenbahnhof ausgetauscht. Der Märklin-Prellbock an Gleis 1 hat eine Pufferbohle aus Kaminzündhölzern erhalten und der Prellbock an Gleis 2 wurde ausgetauscht gegen einen Lasercut-Bausatz. So, das war's dann auch für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis demnächst vielleicht. Und tschüss!